Also das war definitiv nicht geplant. Und damit, Leute, endlich ist es so wieder so weit. Ein neuer Stadionvlog ist am Start. Und welche Nummer ich auf dem Elferspektrikot habe, seht ihr später. Wir haben jetzt 11:50 Uhr und um 12:30 Uhr fahren wir. Saarbrücken hat schon gestern gespielt und hat 2:0 gewonnen. Wir spielen heute gegen Ingolstadt. Und okay. Und Dortmund gegen Ingolstadt Osnabrück wurde verschoben. So angekommen, dem schönsten Ort, wo es gibt. Jetzt erstmal Karten für Saarbrücken geholt, wenn noch da sind. Ich habe jetzt die Karten 2 Wochen gegen Saarbrücken. Das heißt, ich bin am Start und ich hoffe, ihr auch. Nächsten Freitag gegen Essen bin ich auch am Start, aber was ganz Besonderes. Jetzt geht's erstmal ab in das Stadion. Zum ersten Mal des Jahres. Und hey, die haben ordentlich aufgeräumt. Nice. Ich bin wieder Block D6, also bei den Auswärtsfans wieder. Ist da auf? No way. No way. Dass das echt geklappt hat. Lol. Ups. Ich kann regelmäßig, wenn ich will, auf den Platz. Da muss ich nur fragen. Fürs Video. Also, warum nicht? Das ist meine Sicht. Ich geh mal jetzt erstmal was zu essen. Oh, denn ich hab Hunger. Hab heute noch nichts gegessen. Beim Wiesbaden-Spiel auswärts waren einfach mal 700 Elversberger im Stadion in Wiesbaden. Also ich hoffe, dass es sich steigert in dieser Saison. Let's go! Antonisch, ein Ex-Ingolstadter, also sein erstes Spiel für unsere ELF. Kommt die 31 auf!
Meilenweit vorbei! 1:0! Ich hab dich aufgenommen! In der OSFM Arena. SV Elversberg 1! Ingolstadt 0! Danke! Bitte! Was macht der? Wie lange will der noch lieb bleiben? Es gibt Elfmeter für unsere ELV. Das heißt, vielleicht das erste Tor auf meiner Kamera, also beziehungsweise auf meinem. Ja. Auf jeden Fall, bis der Elfmeter ausgeführt werden kann, muss erstmal gewechselt werden, weil es nicht weiterging für ihn. Hat sich wohl sehr, sehr, sehr schwer verletzt. Mach ne! Mach! Bitte! In der 22. Was ist das? 3:0! Nein! Haben wir es überhaupt aufgenommen? Warum nicht? Egal! Neuer Spielstand in der OSFM Arena. SV Elversberg! 3! Ingolstadt! 0! Danke! Jawohl! Aha! Weiter bitte! Ja! Nur noch 3:1. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit. What the fuck? Hallo! Ist der eiskalt an Christoph vorbei? Ich glaub's nicht. 3:2. Eiskalt an Christoph vorbei. 3:2. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir nachlegen, beziehungsweise Gas geben. Kein Bock auf 3:3. Komm weg! Also das wird jetzt extrem schwer.
Gelb-Rot. Das heißt 10 zu 11. Also, wir haben Gelb-Rot bekommen. Ich hoffe, sie verkacken das nicht. Auch mit 10 Mann. Bitte. Auf Wiedersehen! Komm, Jakobsen! Mach den Start rein! Mach den Wetter! Ja! Ja! Vier! Spielminute 73 und es gibt wieder ein Tor! Ingolstadt 0! Danke! Bitte! 4 zu 2! Nächsten Freitag bin ich auch wieder am Start, hier in diesem Stadion, aber nicht hier, sondern hier oben. Gegen Essen. Also seid gespannt und ich bin gespannt, wie es wird. Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter! Hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter! Hey! Hey! Komplett bescheuert, 5 Minuten Nachspielzeit. Ja. Oh, komm. Schön. Ja. Ja. 4 zu 3. Ja. 27, Musa Dumbuya. Die Tore geschossen haben, das Spiel gewonnen haben. Heute sind noch ganz viele andere 90 plus 5 nochmal unterstützt haben. Und die Mitarbeiter auch hier. So, ich bin jetzt wieder daheim. Alter, was für ein Spiel. 4 zu 3. Uff, ey. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, aber smächt den Abo-Button, um die Folgen spielen nichts zu verpassen. Und ja, wir sehen uns. Ich ziehe jetzt mein Wolfsburg-Trikot an, denn ich höre jetzt noch Bundesliga. Wolfsburg führt 3-0 gegen Freiburg. Und wir sehen uns.